Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance. Und das wird wahrscheinlich das letzte Video, in dem ich jetzt die restlichen Sachen hier in dem neuen DLC abklappe. Wir machen also eine Eroberung nach der anderen. Und dann werden wir auch uns noch an die Papyrus-Rätsel warten. Naja, vielleicht sind es doch zwei Videos, damit wir das nicht zu lange machen. Wow. Okay, wir sind voll. Wir müssen als nächstes, wir haben diese ganzen Lager abgeklappert. Wir könnten natürlich jetzt hier die Papyrus-Rätsel schon angehen. Allerdings haben wir schon eins geholt? Nein, wir haben im Augenblick alle gelöst. Also nehmen wir jetzt mal ein Papyrus-Rätsel gleich mit. Und wenn wir jetzt schon dabei stehen, machen wir dieses hier. Das hier beim Baal. Whoa. Wir gehen auf unseren und hier oben ist es. Na, will er nicht hoch? So. Also, wir brauchen also eine riesige. Im Südwesten von Arsinoe findest du eine riesige von Stieren betriebene Angel. Direkt vor ihr befinden sich vier nasse Pfosten. Mit mir in der Mitte. Also, vor Arsinoe findet sich eine von Stieren betriebene Angel. Mit vier Pfosten. Wo könnten hier Stiere mit Angel sein? Ich würde mal sagen, hier ist die Angel. Und da unten ist der Stier mit der Angel. Und hier ist der andere. Und der Stier betreiben die, indem die da nämlich eigentlich drin. Na, das ist kein anderer, sondern das ist der Stier mit der Angel. Und hier sind die Pfosten. Und da müssen wir hin. Oh. Straße nicht verfügbar, das ist doch nett. Hä, was haben wir denn hier? Notiz für die Steinmetze. Steinmetze, hört auf die Gerüste zu klettern, um die Aussicht zu bewundern. Euer Vorarbeiter ist dabei abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Wir können uns nicht erlauben, noch mehr Arbeiter zu verlieren. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ich würde sagen, das ist ein kleines Easter Egg gewesen. Facide judicium puere, secundus! Ah, Sa'ad? Ah, bin! So, dann schauen wir doch mal, ob das jetzt stimmt, oh, was ich da für eine Theorie gehabt habe. Eine von Stieren, bitte. Ah, schau mal, da ist auch hier der Stier innen drin. Ah, also das ist schon wirklich so, wie ich gesagt habe. Und die vier Pfosten. Und ihr seht, ja, es ist also so wahr. Wir haben den goldenen Wolf mal wieder bekommen. Wir können jetzt den mit dem geringeren Wert veräußern. Och Mensch, dass es keine neuen Schwerter gibt, das ist gemein. So, wir begeben uns zum nächsten Papier. Jetzt machen wir einfach Papier-Rätsel. Eins nach dem anderen. Hat doch auch was für sich. Da ist ein Schatz. Und da ist ein Papyrus. Ah, mal wieder oben auf einem. In Arsinoe verrät ein die Tageszeit. Sein Mittagsschein weist auf mich hin, dort wo die Seesterne. Auf mich, dort wo die Seesterne liegen. Also, das haben wir gelöst. Hier sind wir drüber. Wir nehmen aber hier den Schatz noch mit. Wo habe ich denn den jetzt gesehen? Ja. Das ist doch jetzt blöd, was ich hier mache. Ich glaube, der war unten mit drin. Nee, das war's nicht. Hm? Was ist das jetzt hier? Verdacht. Bruder, die Römer haben Verdacht geschöpft, dass die Kinder des Tempels aus Memphis kommen. Ich bin deshalb in großer Gefahr. Lass uns unsere Geschäfte mit den Sklavenhändler Harva auf die nächsten paar Wochen einstellen. Keine Angst, ich habe dir dein Gold im üblichen Versteck auf dem Dach hinterlegt. Ah. Okay.
Und somit haben wir das Rätsel. Das war aber keine... So. Jetzt müssen wir hier rüber zur Sonnenuhr. Und lösen somit das zweite Papyrus-Rätsel. Das war aber sehr leicht. Da war das letzte ein bisschen kniffliger. Simba au. What? Hey. Also, die Uhrzeit um 12. Nachdem jetzt schon ungefähr 6 Uhr abends ist. Seht hier. Zeigt hier der drauf hin. Und dann müssen wir hier geradeaus weiter zu den Korallen. Ich denke hier geradeaus, 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 geradeaus. Hä? Hier? Nein. Hä, da? Wie wär's damit? Nein. Soll es das gewesen sein? Nee, denke ich nicht. Ich denke, wir müssen da raus. Hä? Was war das jetzt? Lesen wir nochmal. Also. Wo die Seesterne liegen. Seesterne liegen unter Wasser. Hier, da. Und da haben wir es. Rauch im Spiegel haben wir auch schon. So, wir begeben uns zum nächsten Papyrus-Rätsel. Ich dachte, wir hätten noch eins. Da. So, jetzt haben wir wieder hier, der Stelle nicht. Da segeln wir aber echt lang. Die Mauer, der Herrscher der Mauer, des Mauers, der Mauer, der Herrscher, der Mensch, war ja nicht schlecht. Aber wir wollen ja jetzt nicht. Ein leichtes Ziel für mich. Wir wollen hier hoch. Wir gehen auf Senu. Wir haben unser Papyrus da. Wir müssen... irgendwo hier runter. Oh, ich kann dir nicht genug danken, mein Freund. Ah, verdammt, eine Kobra! Das war lustig. So. Ups. Ich will da runter. C. Da haben wir wahrscheinlich noch mehr davon. Ah, das ist auch gut. Wir holen uns einfach das Rätsel. Getarnter Busch auf der Ostseite der Mauer des Herrschers findest du mich unter einem buschigen Baum, der alleine an einer Klippe wächst. Aus dem Tal sind wir kaum zu sehen, denn ein Turm schützt uns vor neugierigen Blicken. Okay. Naja, wenn er meint. Das Lied von Seth. Gleichmäßig, wie ich Osiris über ganz Ägypten verstreut habe, werde ich alle
zerschmettern, die mir in die Quere kommen. Es gibt keinen Frieden in der Duat für jene, die meinen Zorn erweckt haben. Aha. Whatever. So, wir an der Ostseite. Warum haben wir eigentlich die ganzen Schätze noch nicht hier klamüsert? Kann man das jemand sagen? An der Ostseite. Also, wenn wir jetzt mal schauen, wie das liegt, ist wo die Ostseite... Oh, nee. Die Ostseite hier und wahrscheinlich ist das da der Turm oder da, also eher da der Turm. Und hier irgendwo muss das Ganze sein. Ein Turm. Da ist also ein Turm. Der auf einer Klippe. Und da seht ihr, ist dieser Busch, der vor neugierigen Blicken schützt. Schätze ich. Mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir da runterkommen. Nein, so nicht. So, wie geht's da? Nein, da geht's nicht gut. So, wir queren hier mal rüber, bis wir des Todes sind oder so. Was auch immer uns jetzt gerade im Augenblick nochmal Punkte verschafft hat, war das unser Senu, der ein Tier gerissen hat. Beschütze. Naja, auch gut. Auch gut. Ich mach hier gar nichts. So. Willst du jetzt den Überhang machen? Oder nicht? Jetzt. So, und was sehen wir? Papyrus-Rätsel gelöst. Wir haben also noch zwei wahrscheinlich. Da unten ist noch mal eins. Eigentlich hatten wir hier mal Banditen die ganze Zeit. Diesmal kommen die anscheinend nicht. Naja, gehen wir nochmal runter. Ich will wieder Tag haben. Peter, jetzt sind sie da. Helme! Du wirst nicht entkommen! Du bist tot! Tot! Du bist tot! Tot! Oh!
Wow. Wir haben hier einen Schatz. Und hier oben das Papyrus. Aussichtsloses Unterfangen. Nördlich des Schursteinbruchs findet sich ein Zeugnis der menschlichen Dummheit. Dort errichtete man zwei Mauern, um zu fangen, was sich nicht fangen lässt, obwohl ihre... Das war natürlich jetzt blöd. Obwohl ihre Beute ungehindert hinein und hinausfließt, sitze ich in der Mitte dieser sinnlosen Falle fest. Der Schursteinbruch. Der Schursteinbruch. Ist es der mit zwei sinnlosen Mauern oder ist es dieser? Also hier sehe ich keine zwei sinnlosen Mauern. Ist das der Schursteinbruch? Uiuiui. Nein, das ist dieses hier. Und wo südlich, ne? Nördlich des Schursteinbruchs sitzen zwei Mauern, die einfangen, was sich nicht einfangen lässt. Also hier haben wir wieder eine Angel. Hier Mauer, Mauer, aber was will er einfangen? Nee. Ah. Also wir haben hier die verschiedenen Steinbrüche. Das ist Süden, das ist eigentlich Norden, wenn die... Da sind doch hier... Nee. Also was sich nicht einfangen lässt, ist natürlich der Sand. Aber
das hier dafür gilt und dann die Wäscheleine da hinten raus. Wir werden es sehen. Dann müsste aber allerdings hier hinten drin. Na, aber hier ist nichts. Das sieht auch nicht nach Sand aus hier. Befinden sich zwei Mauern, die einfangen, was sich nicht einfangen lässt. Überfluteter Steinbruch. Die Überflutung des unteren Steinbruchs hat die Produktion für mehr zurückgeworfen. Tacitus hat regiert, indem er die Arbeit in dem oberen Channel verlagert hat, wo der Abbau sehr viel aufwendiger ist. Um das auszugleichen, übt der starken Druck auf. Also anscheinend ist es ja später erst erweitert worden. Es war also früher ein Steinbruch unten. Und hier befinden sich zwei Mauern. Und da haben wir oh weh, wenn wir das jetzt hier erkennen würden, wie das genau läuft. Ich bin jetzt auch. Also, ich denke, dass wir hier schauen müssen, wie wir hier irgendwo, das ist die eine Mauer und die andere Mauer, irgendwo wird es hier sein. Wir gehen hier runter, hier ist nichts. Ach, das ist schwer.
denke zwar, dass es hier irgendwo sein müsste, aber jetzt im Augenblick stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Hier ist eine Mauer. Sie will einfangen, was sich nicht einfangen lässt. Wie wär's damit? Nein, es ist nicht der nördliche Teil der Mauer. Hups. Ich glaube, ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Tja, da sind wir wohl im Augenblick ein wenig auf dem Schlauch. Ich sitze in der Mitte dieser sinnlosen Falle fest. Hinein und hinaus fließt. Also schon Wasser. In der Mitte sitzt sie fest. Also...
Das ist aber der südliche Teil. Nein, hilft sich nichts. Hinein und hinaus fließt. Das ist auch sehr merkwürdig, dass man hier nicht hochsteigen kann, aber an der glatten Wand. Hier noch irgendwo Wasser. Könnte das noch sein, es könnte noch das sein, obwohl das hier natürlich mehr als nach Bach ausschaut. Tja, passen wir mal kurz, schauen wir mal zum letzten Papyrus, oder war's das? Ich denke, das ist das letzte Rätsel, so wie es ausschaut. Wir haben jetzt noch hier den Leopardenbau. Das haben wir schon. Den Schatz haben wir auch noch nicht. Und dann war es da. Und ach nee, die Geier haben wir auch noch nicht. Aber das mit dieser Mauer. Das ist merkwürdig. Und hinein und hinaus, das ist hier eigentlich das. Und in der Mitte sitzt es fest. Tja. Da können wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber rätseln. Im Augenblick kommen wir hier nicht weiter. Also haben wir schon mal zwei der drei Papyrus-Rätsel gefunden. Soweit mit diesem Video und entschuldigt, dass es so lange gedauert hat.